Hallo, ich begrüße Sie in der Arbeiterkammerbibliothek in Feldkirch und ich lade Sie herzlich ein, in unserem Obergeschoss zu stöbern. Dort befindet sich eine breite Auswahl von Sachbüchern über viele Themen. Lassen Sie sich einfach von Ihren Interessen und Leidenschaften inspirieren. Ich persönlich bin von Sprachen fasziniert, denn jede Sprache besitzt etwas, das sie einzigartig macht. Wenn eine Sprache ausstirbt, stirbt auch eine Weltsicht aus. Genau damit beschäftigt sich der Atlas der verlorenen Sprachen. Ein wissenschaftlich fundiertes und meiner Meinung nach sehr unterhaltsames Buch, das ich Ihnen gerne empfehle. Der Atlas präsentiert 50 beispielhafte Sprachen, die entweder fast oder ganz ausgestorben sind. Haben Sie schon gewusst, dass die Sprache Yamana heute nur noch von einer Person, einer Frau im Feuerland gesprochen wird? 3 Uhr, ich komme auf Bikendu. Wenn Sie diesen Termin verstehen, können Sie sich mit Einheimischen sogar in Papua-Neuguinea unterhalten. Aber bitte, seien Sie nicht zu spät, denn die Sprache unser Deutsch ist auch vom Aussterben bedroht. Es gibt Sprachen, die über 200 Wörter für Schnee verfügen und Sprachen, die überhaupt kein Wort für Danke kennen, weil sowieso alles geteilt wird. Diese und viele andere Kuriositäten finden Sie in diesem Buch. Leihen Sie sich das Buch aus und lassen Sie sich durch die zahlreichen Landkarten und Illustrationen auf eine spannende Weltreise führen. Viel Spaß damit!